Moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Jackbox. Keine Ahnung, wie genau das Spiel hier heißt, aber es wird bestimmt super. Mit dabei sind wie immer Katka. Hoi. Bemsel mal wieder. Hi. Der gute Space. Hallöle. Und Michel. Guten Tag. Super. Und heute hat er sogar meinen Namen richtig gesagt. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Der Drucker sieht genauso aus, wie ich mich fühle. Dieses Ding ist genauso motiviert wie ich auf Arbeit. Moment, Bewerbungsgespräch. Ah, wo ist die Besenkammer? Aber für euch bin ich auch gerne sowas wie ein Kumpel. Ein Chefkumpel. Wasser? Macht ein anderer. Ihr seid natürlich alles großartige Bewerber, aber leider seid ihr zu viele und es gibt nur einen Job. Das ist super stressig. Für mich. Und deswegen habe ich eine revolutionäre Einstellungsmethode entwickelt. Ich werde euch alle auf einmal befragen und euch... Bei der Präsentation liegt Michel schon unterm Tisch. Ich fühle mich direkt viel entspannter. Es tat ein bisschen weh gerade, ja. Ich dachte nicht mir. Schauen wir uns die Bewerber an. Meine erste Managerregel: Ich stelle nur meine engsten Freunde ein. Also fangen wir an, uns besser kennenzulernen. Wetternwirtschaft. Ich sende jetzt ein paar Eisbrecherfragen an eure Geräte. Funktioniert. Beantwortet diese, wie ihr möchtet. Es gibt keine Regeln. Außer diese eine Regel: Schreibt mindestens 5 Worte. Oh. Wenn du nicht gut quatschen kannst, bist du hier falsch. Das Regeln. Spex hat schon keinen Bock mehr. Ja. Vor allem nicht grammatische Regeln. Nicht vergessen, ihr müsst 3 Dinge hier anscheinend schreiben. Oh Gott, großer Gott. Hage ist schon alleine scheiße. Ja, meine Kreativität macht wieder Abgang. Zu warm für solche Spiele. Mhm. Verdammt, das sind nur 4 Worte. Die Hälfte eurer Zeit ist um. Hier, Sound. Da war der Captain. Der Captain. Meine Rechtschreibung. Hol dir Club-Sandwich. Das ist modernes Deutsch. Hol dir Club-Sandwich. Voila. Döner 10 Euro, weißt du doch. Also der Gesichtsausdruck hier vom Wasserspender ist 1:1 den wir auch gerade alle haben. Ach nee, es muss ja für ein Foto sein. Denk angeschlossen. Was? Wollt doch nicht, dass die Zeit abläuft. 15. Diese 5-Wörter-Regel hat mich fertig gemacht zum Ende. 10. 9. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Dennis. Scheiße. Ich hab zu wenig geschrieben. Unser Personalmanagementsystem stecken. Das Personalmanagementsystem. Hab ich etwas gekillt, dass es 3 Aufgaben sind, nicht nur eine. Ja, das hat mich auch gerade richtig hart gekillt beim letzten. Keine Angst, es wird schlimmer. Oh, ich hoffe, das feuert jetzt nicht nach hinten. Jetzt, doch, mit Sicherheit. Wenn ihr dann beruhigt habt, sende ich euch meine ersten knallharten Fragen an eure Geräte. Aber ihr werdet eure Antworten nicht schreiben, sondern stattdessen die Wörter eurer Mitbewerber benutzen, um die Fragen zu beantworten. Oh, wow. Eine richtig gute Strategie, oder? Klickt auf alle Wörter, die ihr zu eurer Antwort... Na dann, viel Spaß mit meinem Wisch. Könnt ihr das Wort nochmal anklicken, um es zu... Wenn ihr ein Wort seht, was falsch geschrieben ist, die Chance ist von mir ist sehr hoch. Eine andere Position ziehen. Könnt ihr nicht die richtigen Wörter finden, nach denen ihr sucht? Dann sag halt was anderes, Kollege, denn mehr gibt's nicht. Die erste Managerregel lautet: Beschränkungen fördern die Kreativität. Okay. Okay.
Was zum... Das sind dieselben Wörter. Das war einfach. Kompetenz. Vergiss Instrumente. Ich habe echt Instagram durchgespielt. Ihr solltet jetzt ungefähr bei der Hälfte sein, okay? What the fuck? Ah, okay, es sind nur zwei Fragen. Da habe ich mir jetzt mit den viel zu viel gestresst. Das ist wieder drei. Aber naja. Die Aufgabe ist ja eigentlich cool, aber die Worte sind so scheiße. Dann könnte der Text von mir gewesen sein. Der ist ja von uns allen zusammengeworfen. Voll verrafft. Das Einfachheit. Das ist zwei Fragen drin. Ja. Blechkuchen ist der Schlüssel. Vorsätze für das nächste Jahr? Natürlich könnte ich einfach die beste Antwort auswählen, aber meine Geschäftssinn... Unser Gewölbekeller nebenbei fangen, Hollerö. Mir gefällt die Aussprache dieses Recken. Gibt's Vorsätze? Ich wünsche Specs hoch, du schaffst das. Okay, cool. So, wir können schön aufbauen, tatsächlich. Ja, dass du hätte weggemusst. Siehst doch gute Vorsätze, oder? Sound 3. Was war das denn? Ah, jetzt kriegen wir Punkte für die Wörter, die wir geschrieben haben, dass sie verwendet wurden. Genau. Hier liegen meine vegane Kondensmilch. Ich wollte deine Kondensmilch um 360 Grad. Von deinem Passat-Didakt ohne ein fettes Buffet. Was? Was zum Teufel? Von einem Passat-Diktat. Guck mal nur, ich habe abgestimmt. Warum auch immer. Ich wurde gar nicht gefragt. Das ist auch meine, also keine Ahnung. Oh, kein fettes Buffet. Regenbogenbonus. Ich krieg den Gay-Bonus. Lego für den einfach nebenbei jagen. Gute Ideen, vegane Kondensmilch. Ich glaube, dass ich Kondensmilch geschrieben habe, war so wichtig. Ja, aufpassen wegen Lego, nicht, dass ihr verklagt werdet. Okay, Klemmbausteine. Wie kannst du dir klemmen? Bausteine. Alle nehmen sie meine Worte. Gar nicht. Ich kann in meinem Teich ertrunken, nackt erscheinen, brennbares Paket basteln und ich niemals ehrlich erscheinen. Was? Das klingt doch sehr nudistisch und sehr ehrlich. Das ist doch... darin spiegle ich mich. Synergie! Okay. So viel zum Thema, kann ich mich mit identifizieren? Natürlich. jeden Morgen nach dem Aufstehen bin ich auch ein goldener Zapfhahn. Wille aus Feuer. Auf Feuer. Erfüllt naturtraumatische Arbeitsplatz. Erfüllt nur traumatische Arbeitsplatz, perfekt. Drei Ausrufezeichen. Synergie. Vor allem, als ob du drei Ausrufezeichen bekommst als zufällige Worte. Das sind anscheinend auch drei einzelne. Nee, die habe ich aus der Frage genommen oben. Die kannst du auch nehmen. Du kannst alles nehmen, was Buchstaben sind. Das ist cool. Dass ihr euch echt gut geschlagen habt. Schauen wir mal, wer vorne liegt. Wow, ich hatte noch nicht so viele Punkte in diesem Spiel. Ganz knapp. Ganz knapp drin. Ich bin etwas abgeschlagen, das gefällt mir gar nicht. Das liegt am Gummiendchen. Nur wenn ich zeichnen. Was? Entlüftungstermin? War das heute? Nun ja, ich bin gerade mitten in einem Bewerbungsgespräch, aber du kannst gerne schon mal die Gasleitungen vorlegen, das fällt bestimmt keinem auf.
Die Hälfte der Zeit ist bereits um. Was? Oh Gott, das ist zu wenig Zeit. Wieso krieg ich so viel weltraumbezogene Themen? Liegt wohl am Arm. Zu viel Space gedrückt. Wow. Ich finde den Tisch von der auch so super. Verständnis sei besser als kleiner. Vertrauen zerstört ist ein Geschenk. Beeilt euch, ihr wollt doch nicht, dass die Zeit abläuft. 10 Sekunden. 5, 4, so ein Stress. 3, 2, 1, 0. Ach, verdammte Scheiße. Hat die gerade die Augen abgenommen? Ich hab mich vertippt, verdammt nochmal. Ich hasse diese Spiele. Ich glaube, ich habe noch nie so alle, die mich dazu einladen. Michi will das mal. Möchte ich herausfinden, wie ihr euch in kniffligen Situationen am Arbeitsplatz schlagt. Brauchen wir ein Kunstspiel? Oh nein. Ihr könnt alle Wörter benutzen, die ihr auf eurem Bildschirm seht. Ihr könnt sogar ein Wort aus der Frage nehmen. Alles kann ein Wort sein, wenn ihr nur dran glaubt. Siehst du, Specs, da wurde es erklärt. Ja, ist ja okay. Hetz mich nicht. Hetz mich nicht. Dolce Backschuhe. Ah, das ist zu nüchtern. Ich habe viel zu nüchternes Zeug geschrieben. Stolz, Wag Schokoriegel. Was ist denn das? Ein Faxgerät? Das war ein Faxgerät, lieber Specks. Ach, sowas sieht man nur in deutschen Ämtern. Und beim Arzt manchmal. Schwert kämpfen. Die Zeit läuft ab. 15. Muss sagen, diese habe ich richtig schlechte Worte gehabt. Das andere ist ein Erntischwert kämpfen. So ein Werbwerk mal ganz praktisch ab und zu. Ja, ne? Jetzt nimm halt den scheiß Punkt noch mit. Mann! Ist ja gar 2 nicht. Sekunden waren es noch. Zeig mal her. Julia hat dir gerade zugezwinkert und gesagt, fühlt sich an wie ein Montag. Was antwortest du? Was? Wählt jetzt auf euren Geräten. Mir gefunden würde ich Pölle Rühe im Gewölbekeller. Volle Pulle Montag. Kaffee, Julia? Erstmal flirten. Gute Antworten noch mehr Punkte als sonst. Ah, der Wemsel kommt aus dem Keller hoch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das Kellerkind kommt auch mal hoch, nur damit es Kaffee gibt. Gut, hast aber keine Krankheitstage mehr übrig. Was machst du? Vollmundig, Junge, einfach lieblich. Krankheitstage selbst machen. Selbst machen. Rotzen und einen stinkenden Erdferkel durchziehen. Der Linke hat so Sträter-Vibes, oder? Vollmundig, Junge. Einfach lieblich. Vollmundig, Junge. Dann kann ich es selber machen. Junge. Das war jetzt erst aufgefallen, dass das Drähte nicht lang. Du verbirgt sich auf der mysteriösen 13. Etage. Ein Raumschiff aus Küchengeräten. Koch- und Küchengeräten. Ja. Waffen, Deathcore, pure Gewalt. Oh, das sticht sich ja fast aus. Ja, okay, nice. 20.000 Punkte. Ich glaube, wir wissen, wer gewonnen hat. Dabei war er voll im Flug. Wir wissen, wie man die Leute hier ziehen kann. Mit purer Gewalt. Gefärbte Haare und Tattoos. Du hast beides. Yay. Was machst du jetzt? Kündigen. Ich
Wolken und Waffeln durchrussen. Was? Junge, Blumen machen farbenfroh. Zwar gefärbte Mitarbeiterrichtlinien der Charakter. Ich liebe dieses Junge am Anfang. Junge. Statt einfach sein Satz mit Junge. Oder was? Ja, das Junge muss sich halt jedes Mal wieder einbauen. Das ist einfach Junge. Schlafen! Ja! Nein! Mit mentalem Langzeitspielspaß und nix. Was ist nix? Keine Ahnung. Egal, Schlafen hat gewonnen. Ja, wahrscheinlich. Nein! Auch noch ein paar Punkte. Und wieder den Gay-Bonus. Das wissen wir, was der Space immer auf Arbeit macht. Ja, Slicks. Was immer das ist. Es muss ja irgendjemand für euch geschrieben haben. Ich hab euch bei Oddworld gespielt. Slicks war ein kleines Viecher mit dem Maschinengewehr auf diesem mechanischen Bein. Keine Ahnung. Den ich im Spiel gejagt habe. Immer noch nicht letzter. Immer alles besser als letzter. Aber er kommt massiv in die Höhe. Denkt nicht zu viel drüber nach. Schreibt einfach das, was euch als erstes in den Kopf kommt. Genau, Michel. Außer ihr denkt an Döner-Dienstag und warum man nicht auch am Donnerstag ist, das macht ich wollte schon sagen, Dönerstag. Lass mich das schreiben. Ja, es geht. Das ist nur eins. Das ist nur eins? Okay. Die Hälfte der Zeit ist bereits um. Oder? Muss ich was machen? 20. Nee. Ach, der hat einfach nicht angezeigt, weil ich als erstes fertig war anscheinend. Nee, das ist nur eine. Gehen. Glaube, ja, entstauben. Ich bin ja nicht auf dem Clipboard drauf gewesen, deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Lerne ich echt eine Menge, auch Dinge, die ich rechtlich gesehen gar nicht wissen darf. What the fuck? So, wer hat seine kriminelle Vergangenheit offengelegt? In der letzten Runde und es scheint so, als würde etwas fehlen. Eure Lebensläufe. War wahrscheinlich meine Schuld. Ich habe sie unter mein Kissen gelegt, damit ich in meinen Träumen etwas über euch lernen kann. Aber wisst ihr was? Ihr braucht keinen Lebenslauf. Beendet einfach die persönliche Aussage, die bereits auf euren Geräten zu sehen ist. Wenn ihr eure besten Antworten bis jetzt zurückgehalten habt, könnt ihr sie genau jetzt raushauen. Ich bin mit 1er Humor. Safe. Ich möchte steuern deine Kanone. Ich bin gut sprechend Deutsch. Ich glaube, ich verweigere. Was zum Teufel? Okay. Entweder ist das richtig scheiße oder richtig gut. Ich bin mir unsicher. Es ist, oder beides. Ist gerade ein Fisch durchgeschwommen? Jo. Der hat einen Abgang gemacht. Du hast Zeit darauf zu achten? Ich bin schon fertig. Ich auch. Dass du fertig bist, weiß ich, aber Junge. Junge. Wenn das wieder am Anfang steht, weiß ich, wo ich nicht hinbote. Warum habe ich da fünfmal das gleiche Wort stehen? Ich hatte auch irgendwie so 10 Punkte einfach bloß. Alter, du würdest halt alles wahllos durch und kotzt es bei jedem in die Timeline, außer das, was du selbst geschrieben hast. Ich hatte auch so 4 doppelte Nullen. Das war ein Herz in der Wand, interessant. Das war die tragende Wand mit Herz. Ich glaube, Junge. Ich verweigere Specs. Ich glaube, Deathcore auf dem Kopf. Ich verweigere traumatische Erinnerungen. Okay, ich muss eigentlich schon mich selbst verweigern. Das geht eigentlich nicht anders, das ist schon wichtig. Moment, ich kann dir die Nummer meines Therapeuten empfehlen. Die letzte Runde, also nutzt diesen gigantischen Junge. Punktebonus aus. Okay. Als ob ich der Einzige bin, der auf ich verweigere Specs geklickt hat. Wir mögen dich einfach viel zu sehr. Das hast du gesagt. Hast du das nicht sogar geschrieben? Dumm-di-dumm. Euronen ausgeben ist Charakter. Ich erweigere Widerspruch. Okay. Ich glaube, du schaffst das. Das Diktat. Verweigere das Diktat. Kaffee, Alter. Ich weigere Luftpakete. Ich meine, kann ich verstehen. Das sehe ich genauso.
Das ist alle das Pakete, was du so oft da hattest, Michel. Ja. Ich hatte fünfmal Pakete da stehen. Interessant, ich hab's aber nur viermal geschrieben. Das war der letzte Schritt. Ich wünschte, wir hätten das Geld, euch alle einzustellen und trotzdem noch mein jährliches Bonusgehalt zu finanzieren. Haben wir aber nicht. Oh, wurde Kacke nochmal überholt. Oh. Aber von einigen. Immer noch letzter. Ich hab's bis zum zweiten Platz geschafft. Nicht letzter. Der Job geht an. Herzlichen Glückwunsch. Michel, grüß dich. Hallo. Willkommen in der Firma. Hab ich doch gerade erst gekündigt. Willkommen im Team. Einstiegsgehalt: 51.000. Du bist gefeuert. Was? Wörter wurden 16 Mal genutzt. Guckt euch mal das Oder unten an, das ist nicht richtig ausgeschnitten. Was? Der Präsentation. Oh ja, ich seh's. Ich lieb's. Das ist nur im Gewölbekeller. Okay. Oh boy. Eieieiei. Liebe Bewerber. Auf zur Runde 2. Liebe Bewerber. Ja, von Runde 1. Ein Mitarbeiter, mit dem du noch nie gearbeitet hast. Lass uns das ändern. Ein Freund ist nur ein Mitarbeiter, mit dem du noch nicht gearbeitet hast. Das kann ich bestätigen. Sprachlich lieb's. Voila. Was? Ihr solltet jetzt ungefähr bei der Hälfte sein, okay? Was denn bitte? Ah, fertig. Ich auch. Wie Michel ist schon fertig. Michel, was los? Was schreibe ich eigentlich für eine dumme Scheiße? Ich lieb's. 15. Beratung. Träum groß. Milliarde größer. Aber auch schön, wie der Bilderrahmen sein eigenes Bild anguckt. Ja. 1. 0. Vor allem ist es einfach das Windows-Hintergrundbild. Passt. Diese Höhle. Langsam der Hügel ist für ein Windows XP. Hab jetzt Hügel. Extra lange gebraucht, wieder für den letzten Teil zu schreiben. Und er wurde wieder nur Mist. Jetzt, wo wir sind, sende ich euch meine harten, aber fairen Fragen an eure Geräte. Ha. Oh, ich lese jetzt schon Metal. Ich sehe jetzt schon, Junge ist zurückgekehrt. Wie bleibt? Okay, das ist gut. Schauen wir das schwierig schon wieder. Wir stehen alle vor den Aufgaben und wissen nicht, wie wir das lösen sollen. Wir sind der Tisch, genau. Ja, wir sind gerade der Schreibtisch. Aber ich muss sagen, das war diesmal super. Ich hatte die besten Wörter bekommen. Ich kriege jetzt die beste Frage, obwohl ich gerade schon den guten Prompt gedroppt habe.
dieses Wesen hat auch gar keine Seele mehr hinter seinen Augen. Freundlichkeit, wir müssen durch irgendwann. Was ist das denn? Ui! What the fuck? Das waren die anderen Chefs, ne? Das war die perfekte Zensur. Was wünschst du dir im Pausenraum? Deine Mutter. Deine Mutter zum Blind Date, sehr authentisch, Junge. Junge? Doppelt so viel Pause machen, Kapitalismus verderben. Das muss ich eigentlich nehmen. Ich hab extra Kapitalismus geschrieben, damit wir das benutzen können. Da muss ich es auch klicken. Anschätze müssen verdichtet werden. Oh, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Jetzt krieg ich wieder einen Regenbogen. Regenbogen. Wie kann man am besten mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen? Oh je. Nackte Haut, bis mehrere Aufgaben dem Schlafer abfällt für Haupthaariges. Dick und hübsch wie deine Mutter, du Affe. Das hat beides nichts mit der Frage zu tun. Nee. Aber klarer Gewinner. Michel fühlt es. Dieses du Affe. Schön. Schön, schön. Junge. Wie deine Mutter. Und hübsch wie deine Mutter, du Affe. Wie bleibst du während der Arbeit motiviert? Eier, Staat und Bauerns Tochter. Wie ein großer Mädeljunge ohne veganen Käse. Das ist die beste Runde, die ich in dem Spiel je hatte bis jetzt. Ja. Unentschieden. Aber ich krieg den Gay-Bonus. Dafür habe ich trainiert. Was sind deine Kernkompetenzen? Oh je. Mädel! Für Schlafe vollziehe Ritus oder Masturbation und Teller. Okay. Du musst dich ja den Mädel wählen. Mädel, Leute. Ach, komm. Kennst du ja an Arbeitsverweigerung. Wer wählt denn hier als nicht? Also ich habe gewählt. Ne, es ist immer ein Dreierteam, wo dann die zwei wählen, die nicht drauf sind. Dann ist ein Zweierteam. Wir sind quasi. Aber fünf? Ja, ja. Lebensziele, Nostalgie, ekelhaft, geil. Explosion, Junge, boom. Explosion, Junge, boom. So ein Feuerball, Junge. Allein, dass du Explosion und Boom bekommst, ist eigentlich schon die Punkte wert. Ich finde auch. Blush. Wieder nur zwei. Gute Arbeit. Was ist da los? Schauen wir mal, wer wahrscheinlich bald damit anfangen darf. Ich nicht. Ja, okay, Michael. Alle ist halt... Masturbation in Nutella. Alle Michael. Ja, Michael hat geübt. Er muss seinen Posten verteidigen. Ja, diese Word-Art-Schrift macht mich fertig. Mal so, ich diese Spiele reingenommen habe, weil ich genau weiß, dass du das gelernt hast und dass sich das richtig abfuckt. Ich habe vor allem gelernt, dass man das nicht tut. Ja, deswegen ja. Stefan, es ist Zeit für ein paar Leckereien für zwischendurch. Ich habe einen Milchshake bestellt und jeder darf einen Schluck trinken. Okay. Zurück, jetzt schon rausgehauen. Was hat's dich? Mich hat's schon wieder davon entfernt. Bin wieder reconnected. Lieblings-Lifehack. 5 Worte plus 50 Sekunden nur noch. Ja, toll, was? Die Zeit ist um. Vorstellung: Zeit für Riechen. Zeit für Riechen. So. Wie war das heute? Stehen wir einen Schritt, stehen wir direkt am Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Mhm. Was Nachhaltigkeit, gönn dir Verführung. Das Bild da oben sieht auch irgendwie weird aus, mit dem Kontext. Sieht aus, die Person hat langläuft keine Hose an. Deswegen auch die Verführung. Könnt ihr Verführung?
nicht das, was ich geschrieben habe. Aber ging es jetzt auch nicht mehr beim Tippen. Ein Fingersuchsystem, Adler kreist. Nee, ganz einfach war erstmal dreimal die Hälfte von allen Fenstern sich wurde geschlossen. Oh. Technik meldet sich heute. Na, sauber. Oh, come on. Und ist da kein Komma dabei, also macht doch der Satz keinen Sinn. Ich kriege hier keine Punkte. Manchmal nimmt er die Wörter einfach nicht, wo ich draufklicke. Die Satzzeichen sperrt er sich manchmal. Kannst du ja auch aus der Frage holen, wenn du welche hast. Der Mut. Operation ist eine Einstellung. Ein Rohrbruch dazu. Hey, ihr. Die Hälfte der Zeit ist um. Kann mir jemand erklären, wer und warum das Wort Penissen geschrieben hat? Okay. Das Plural von Penis ist Peni. Penen. Bildungsauftrag erfüllt. Penen ist auch wunderbar. So wart dem gleich ein Urinal erwägen, ein Penen, ein Schar davon. Penen sind Rudeltiere. Ich mag Schwäne. Okay. Diesmal war es ein bisschen schwerer wieder. Ich möchte nicht schon wieder diesen Kopfwurm. Was bringst du mit? Okay, Seife, Kokain, viele Sprengkörper, ohne Waffen, Jahreshauptversammlung findet statt. Haut mit DNA ist aber auch gut, ey. Klingt nach einer guten Feier. 20.000 Punkte schon wieder. Frechheit. Frechheit. Schiebung. Das ist Schwindelbude. Angela möchte, dass du ihre wertvollen Pflanzen gießt, während sie im Urlaub ist. Was antwortest du ihr? Nein. Nein. Angela ist vegan und viel Beef im Urlaub wird gekotzt. Mit Bier. Du Vogel, mach's gut. Das ist schon gut. Gerade gekündigt. Ich gieße deine Pflanzen mit Bier. Schön. Schön. Mit Bier, mach's gut, du Vogel. Gerne, wenn du morgens der Erste im Büro bist. Himmel, Herrgott, ich brauche Hilfe. Ich bist blind, du Affe. Möglichst ins Bett, Kuss. Wichtig und richtig. Das ist richtig kacken, das mache ich schon vor dem Aufstehen. Oh mein Gott. Das mache ich schon vor dem Aufstehen. Im Weltall. Einfach nur geil. Dein Vorgesetzter hört den ganzen Tag schreckliche Musik über seine Lautsprecher. Ist doch normal, oder? Eier finden und kleiner als drei. Ich brauch Oberarm, Kranplätze und kondens mich, Herrgott, du Affe. Ne? Junge. Oh, das ging zu schnell. Nein. Das ist echt wenig Auswahlzeit hier. War auch random jetzt so ein bisschen. Das Unternehmen hat das Aufsichtspersonal entlassen und dafür einen lästigen Praktikanten eingestellt. Wie reagierst du? Du Hurensohn! Praktikanten essen! Ahnung überlebt! IQs! Junge! Ich kann mir vorstellen, das sind recht radikale Ansichten hier! Wow! Ach man! Hurensohn, Praktikanten! Endlich Synergie! Das ist Kannibalismus! Ich meine, es geht um Kannibalismus! Wie kann das denn bitte keine Synergie erzeugen? Genau! Hurensohn, Synergie für Kannibalisten!
nicht für kleine Ballisten. Schauen wir mal, wer mir von euch gerade am besten gefällt. Wenn Wemsim noch letzter ist, lache ich. Also eigentlich stürzt ab. Oh. Nein, nein! Nicht letzter! Nicht letzter! Space hat einfach 50.000 Punkte. Okay, aber wie wäre es jetzt mit einem letzten Eisbrecher? Junge! Junge, ich fast gesagt, die SS kannst du nicht auseinanderhalten. Oh mein Gott. Das kann man echt falsch verstehen. Schlimmer Urlaub, perfekt. Ein Schritt. Der Jogboot, Captain. Ah, Rechtschreibung. Egal, wissen wir, von wem es kommt. Fünf. Es fühlt sich so an, als würde ich alles richtig machen. Okay, wir das sind kann was werden, ey. Es scheint so, als würde etwas fehlen. Eure Lebensläufe. War wahrscheinlich meine Schuld. Ich habe damit versucht, das ganze Chaos in Ordnung zu bringen. Was? Wie? Keine Ahnung. Ich kann nicht. Das ist schön. Hey, ihr, die Hälfte der Zeit ist um. Wo warst denn? Ausreden. Kümmere dich um Stahlschläger. Schickt eure Antworten schnell, bevor die Zeit abläuft. 15! Das war wieder eine gute Auswahl. Arnie, erneut. Ich kann Kokain verpuffen. Ich kann nicht reflektiert erklären, Junge. Junge. Ich kann Kondome mit Durchfall verderben. Ich kann nicht die Menschheit mit Sonnenbrand überlebt. Was? Ich bin für den peruanischen Schnee. In Brasilien haben Kinder einen Schneemann gebaut. Die Polizei schätzt den Straßenwert auf 7 Millionen. Wow. Wir haben gerade Anzahl an Bewerbern, also werden die drei mit der höchsten Punktzahl Kopf an Kopf gegeneinander kämpfen. Oh oh. Oh nice. Kann deine Mutter, würde ich verstehen. Ich kann nicht Haut, ey. Keinen Haut. Ich kann viel Pause machen auf der Praktikantin. Ich kann nicht Praktikantin finden. Ich kann nicht Inzucht und Dampfnudeln. Ich kann nicht Kapitalismus von Frühstück wieder Inzucht möglichst bald. Stabil. Was ist das für eine Grammatik? Neue Deutsche. Inzucht und Dampfnudeln, das hört sich ja nach einem ganz, ganz komischen Schlagersong. Hey, wir sind durch. Von Helene Fischer. Oh. Atemlos durch die Dampfnudeln. Wow. Nein! Das Comeback des Jahres, ey. Ja, und das ja, Comeback Down von Wemse. Für die Ehre. Ich finde den Türknauf so gut von, ja, von beiden Seiten. Wunderland, ey. Und mein Gehalt? 59.600 im Jahr? Wer sind deine Punkte? Oh, und Janine, du bist gefeuert.
Ja, wer sagt, dass das im Jahr ist? Vielleicht ist es auch im Monat. Vielleicht hast du einen Pop-Job. Also. Also die drei Punkte auf dem Ohr waren es nicht sehr. Also die drei Punkte auf dem Oberarm sind nicht sehr authentisch, deswegen gehe ich nie zum Blind Date, du Affe. Moschen wie ein großer, fieser Metzler. Okay, Leute, das war's für das Video heute. Ich hoffe, es hat euch allen sehr gefallen. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, es hat sehr Bock gemacht. Ja, lasst bei uns einen Like da, wir werden uns alle sehr darüber freuen. Schaut natürlich auch bei den anderen vorbei, lasst ein Abo da und all das. Ihr kennt die Sachen, wir würden uns alle darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, gute Nacht und tschüss. Tschüss. Ciao. Wieder luege. Kondensmilch.